Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Super Mario Maker und zwar 100 Mario Herausforderungen auf dem Schwierigkeitsgrad schwierig. Ja, Leute, hier gibt es auch wieder, ich glaube 16 Versuche oder eher gesagt 16 Level und diesmal auf schwierig. Ich bin gespannt, was uns da erwarten wird, was für Level werden da kommen, ob sie es verdient haben, auf schwierig zu sein oder auch nicht. Wieder mal entführt. Wie geil ist das denn? Dabei haben wir doch Peach im letzten Part befreit. Was ich nicht gedacht hätte, dass das funktioniert. Aber okay. Wollen wir mal schauen. Level 1. Oh, Leute. Can you survive? Oh, Emily. Hi, Emily. Mal gucken. Sie ist Engländerin. Mal schauen. Alter. Okay, das Level beginnt ja schon mal ganz nett und auch asozial. Man kann hier nämlich sehr schnell runterfallen und auch sterben von den Gegnern. Ganz genau das meine ich nämlich damit. Alter, nicht schlecht. Dieses Level gefällt mir, also es hat Style. Es ist zwar ein Scrolling-Level, aber immerhin. Und ich bin jetzt schon gerade direkt am Anfang gestorben. Ist das euer Ernst? Es geht bestimmt bis zum Ende, bis man, ja... Also so weit, wie man das Level halt nur bauen konnte, denke ich mir mal. Was aber am coolsten ist, glaube ich, ist einfach durchzurennen und einfach mal ein bisschen vorauszugehen. Vorausschauendes Laufen oder wie auch immer. Und ich bin gerade dazwischen gefallen. Mann, oh Mann. Bin ich der Erste, der das Level spielt oder warum sehe ich da gerade nicht wirklich diese X'e? Ja, ja, ist okay. Ich weiß, in dem Level bin ich ziemlich schnell gestorben. Ach so, man muss hochfliegen oder was? Gibt's da... Ah, ihr seid assi. Ihr seid wirklich assi, wisst ihr das? Ah, verdammt. Ich habe Sprungtaste gedrückt, Leute, aber ich habe es nicht gepackt. Mann, direkt kommt so ein Level. Was ist denn los? Aber ich werde versuchen, es zu schaffen. Das Fiese ist, am Anfang kommen nur die Tanuki-Blätter, danach irgendwie nicht mehr. Komm. Ah, ich glaube, der Ziel des Levels... Oh, verdammt, ich dachte, der läuft da drüber. Ich habe so das Gefühl, ich habe ein bisschen Emily durchschaut. Aber ich habe nur das Gefühl, das heißt noch lange nichts. Ah, nein. Genau das wollte ich vermeiden. Jetzt schaffe ich es irgendwie gar nicht mehr, den Anlauf irgendwie hinzubekommen, ne? Ich weiß auch nicht. Und los, lauf, spring und flieg und sieg, Mario! Schade, dass ich die Lakitus nicht töten konnte. Es hätte mir einiges erspart. Boah. Es ist echt asozial, Leute. Ah, ich hab's geschafft. Verdammt. Ich dachte, ich würde sterben. Ich würde zerquetscht werden zwischen der einen Säule oder was es da darstellen soll, dem Boden und dem Scrolling. Und dann kam noch der Cooper und hat mich gerettet. Du kriegst einen Stern, Emily. Bitteschön. So, nächstes Level. Nicht schlecht. Also, oh, der Sound, Leute, der ist einfach geil. Oh, ein Japano. Was hast du denn zu bieten? Die Mucke ist cool. Die Gegner nicht. Warum habe ich das Gefühl, dass hier da unten, da könnte irgendwas sein? Soll das heißen, hier gibt es was? Alter, wie soll ich denn da hochkommen? Ja, das ist echt ein Level. Das beansprucht einen. Mann. Jetzt aber. Jetzt oder nie. Ja, man sieht, da sind schon einige gestorben. Okay. Also, ihr habt es bisher alle verdient, auf schwierig zu sein. Ich würde da jetzt so hochspringen, ohne das Ding zu aktivieren. Hier kommen bestimmt noch mehr solche Blöcke. Oh. Oh nein. Was ist das? Ach so, das sind nur Fenster. Ich dachte schon. Was willst du mir jetzt sagen? Ich soll hochklettern. Oder bist du eine Falle? Die Mucke ist echt geil. Du bist doch... Ah, da unten ist das Ziel, Leute.
Ich bin drauf reingefallen. Ich hab's euch gesagt. Das ist bestimmt eine Falle. Wenn er schon solche Fallen macht, dann macht er noch mehrere. Du bist doch asozial. Ey, wie krass ist das denn? Ja, eben bin ich da nicht dran gekommen und jetzt... Und dann sterbe ich. Ah. Hier gibt's bestimmt auch noch irgendwo eine Falle. So, die habe ich jetzt gekonnt ignoriert. Ah, da können wir nicht rein und ich habe, ja. Alter, da kommt ja ein Kettenhund raus. Jemand ist am Kettenhund krepiert. Nein! Aber mir gefällt das Level. Das kriegt auch auf jeden Fall einen Stern. Also auf schwierig, das hat auf jeden Fall Potenzial. Oh. Und jetzt? Nein. Da ist noch keiner gestorben. Oh, wie peinlich. Ich hätte nicht springen dürfen. Ich wollte da durchrushen. Ihr kennt das bestimmt. Manchmal klappt das so besser. Oh. Das war haarscharf. Ich hätte fast den Block aktiviert. Ich habe so ein Gefühl, dass da, wo die drumherum schwirren... Alter. Das heißt, ich sollte den rechten nur aktivieren und den davor sollte ich... Ja. Aber ich find's cool, Leute. Ich feier's total. Aber ich frag mich, warum da oben die Knochen trocken sind. Hat das irgendwas zu bedeuten? Das war nicht so, wie ich es haben wollte. Toll. Das Level ist echt nicht einfach. Aber es ist in Super Mario Bros. 3 Style. Gibt es hier was? Boah, diese Wiggler. Wiggler hin, Wiggler her. Und wir haben ein Leben. Ich werde das Gefühl nicht los, dass da in der Mitte was ist. Okay, er hat uns... Gibt uns hier echt keinen Pilz? Nicht mal hier. Komm. Sei doch mal so fies oder so nett. Ja. Wie soll man dieses Level schaffen? Also derjenige hat es ja geschafft, aber er weiß garantiert, dass hier irgendwo ein Pilz versteckt ist. Und ich habe so ein Gefühl, dass es eventuell hier sein könnte. Aber das wird mir hier gerade zu wigglerisch. Lieber weg hier. Könnt ihr mir nicht mal so nett und freundlicherweise... Ah. So klappt das nicht. Ich habe so ein Gefühl, ich muss einfach warten an der Stelle. Das werde ich jetzt auch mal tun. Schließlich muss man das Level auch schaffen können. Er hat es ja auch geschafft. Konzentration lässt nach, Leute. Kommt. Jetzt aber. Wenn ich es jetzt nicht schaffe, dann überspringe ich es einfach. Komm, Kettenhund, geh mir auf den Sack. So, okay, ihr könnt mich nicht treffen. Das heißt... Okay. Das hat er definitiv mit Absicht gemacht. Das Level ist mir zu schwer. Ganz ehrlich. Das wird übersprungen. Nicht schlecht. Es war definitiv Bowser's Attack. Okay. Dem Level hätte ich gerne einen Stern gegeben, aber ich hätte auf Pause drücken müssen. Oh. Das Level hat auf jeden Fall noch niemand vielleicht geschafft. Also es sind so viele gerade gestorben, also hallo. Da muss man sich definitiv beeilen. Oh, wir haben den lustigen Pilz. Und stürzen natürlich direkt in die Schlucht. Wie sollte es anders sein? Ey. Habt ihr es jetzt mal langsam? Ja, okay.
Vielleicht ist das Level ja gar nicht so schwer und ich vertue mich da. Ah, Mann. Komm. Da will ich jetzt rüber. Komm. Ich brauch dich, Cooper. Ah. Du bist assi. Dann halt so, wenn es nicht anders geht. Ich hoffe, ich gehe den richtigen Weg. Kommt da eine Pflanze raus? Nee, sieht nicht so aus. Oh, Hammer, Bruder. Level Ende? Hätte ich hier springen sollen? Alter Schwede, geht weg! Ah, ihr seid fies. Ja klar, noch Baby Bowser. Oh, das Level. Ah, ist nicht einfach. Ah, nein, Bowser, geh weg. Nein, er hat genau gespuckt oder Feuer gespuckt, wie auch immer, wo ich gesprungen bin. Mann. Warum heißt es Bowser Attack? Nur weil am Ende Bowser ist oder was? So. Den lasse ich mir jetzt nicht nehmen. Habe ich so jetzt beschlossen. Schieß! Ich dachte, der schießt jetzt genau dann, wenn ich es nicht erwarte. Alter, ich hatte Glück, dass der Cooper mich nicht getroffen hat. Oh Mann. Jetzt kommen hier die ganzen schönen Gegner und ja. Er hat das erreicht, was ich wollte. Nämlich nach unten fallen. Das ist wieder ein Amerikaner, ne? Der. Ja, die haben es irgendwie drauf. Oh, korrekt. Das ist ein Pilz, der ist sehr gut. Den lobe ich mir. Alter, das war jetzt nicht so schlau. Oh Mann, ich habe Mist gebaut, Leute. Verdammt. Ah, okay, ich verstehe. Jetzt weiß ich, worauf die hinaus wollten. Oder der hinaus wollte. Mann, oh Mann. Schön die Feuerblume behalten. Ja, das ist mir jetzt egal. Ich weiß definitiv, dass da vorne die Hammerbrüder auf uns lauern. Und, ah, diesmal habe ich es sogar ganz gut geschafft. Oh, weg hier. Scheiß auf euch. Euch brauche ich nicht. Ja, jetzt kommt wieder das mit Bowser. Ah, und ich laufe jetzt durch, Leute, weil ich weiß, dass da Bowser auf uns wartet. Ah, wir haben es geschafft. Ey, das Level war, ja, ich würde sagen, gar nicht mal so schlecht. Deswegen werde ich jetzt auch danach gucken, dass diese Person einen Stern erhält. So, bitteschön. So. Dann wollen wir mal. Auf geht's. Wir haben schon ein bisschen Zeit rumgeschlagen, nur bei den ersten zwei Leveln, also nicht schlecht. Beta, 1 bis 1, Brett. Okay, oh, Super Mario World. Hatten wir das eigentlich schon in einem meiner Let's Plays jetzt? Ich glaube nicht. Nicht, dass ich wüsste. Ja, jetzt seht ihr das auch mal. Warum ist das Beta? Und warum ist es auf schwer? Das weiß nur der Macher dieses Levels. Ach so. Ja, es soll das erste Level, glaube ich, von Super Mario World darstellen. Nee, das war nicht das erste. Ich glaube, das dritte oder so. Keine Ahnung. Es hat auf jeden Fall Ähnlichkeit. Was soll mir das jetzt sagen? Ich soll durch die Tür. Alter, du bist ja fies. Deswegen dieses Geräusch. Warum ist da ein Pfeil nach oben, Leute? Heißt das, ich muss hier irgendwo eine Feder finden? Wollt ihr mir das irgendwie verklickern? Das könnte ich mir sogar vorstellen. Das wäre gar nicht mal so schlecht. Oh. Da könnte man auch reinspringen, aber da stirbt man bestimmt. Alter. Nein, da gehe ich nicht mehr rein. Du hast mich schon gut genug verarscht. Was ist jetzt? Solche. Ah, du bist fies. Ich hätte oben rumgemusst. Boah, wie viele da schon gestorben sind.
Brad, nicht schlecht. Also du verarschst uns so ein bisschen, indem du so uns das Feeling übermittelst, so, ja, das Level ist easy, nicht wirklich viel gemacht, aber dann später, da haust du ein paar Sachen raus. Also ich find's nicht schlecht, bis jetzt. Was haben wir denn hier? Nix, okay. Aber warum war der Pfeil nach oben? Soll es wirklich bedeuten, wir müssen da hoch? Alter, du bist fies, Mann. Du bist... Oh. Ach so, ich verstehe. Und... wie soll ich da jetzt... und jetzt? Was ist jetzt? Ach so. Wir haben das Level geschafft, Leute. Der hat uns ein paar Fallen eingebaut. Uns ein bisschen an der Nase herumgeführt. Unsichtbare Blöcke. Doch. Das ist ja nur die Beta, ne? Oh mein Gott, Brad! What? You crazy? Oder was? Ja, okay. Wollen wir mal. Weil jetzt schon sehr viel Zeit vergangen ist. Nummer 4. Pinta oder Pinta? Okay. Herzklopfen? Warum? Wird das Level so extrem? Alter. Ihr seid ja ganz schön fies und ich weiß auch, wie ich euch battle. Ich brauche nämlich da unten. Ah. Ich brauche... Ah, ja. Anders komme ich da nicht dran vorbei. Ich muss jetzt echt die Piranha-Pflanzen battlen. Und ich habe gerade Mist gebaut. Ah. Aber ich glaube, das ist das Rätsels Lösung. Und danach kommen bestimmt noch mehr. Oh, eine Piranha-Pflanze. Abkürzung oder was? Alter, das ist ja ein Yoshi. Yoshi! Wartet. Ah, das geht tatsächlich durch. Ich konnte es mir denken. Und jetzt? Herzklopfen ist immer noch da. Hat er überall Herzklopfen gemacht oder was? Oh. Ja! Da kann ich ein paar Leben auffrischen. Danke! Achso, ich muss... Nee, da kann ich gar nicht durch. Ich muss Yoshi... Auf dich muss ich verzichten. Tut mir leid, Kumpel. Nee, muss ich nicht ganz. Yoshi, komm mit. Ach, ich war ja gar nicht mehr groß. Ja. Nein! Ich hab Mist gebaut, Leute. Egal, wir können ja jetzt den oberen Weg gehen. Zum Glück habe ich das herausgefunden. Ah, komm. Yoshi! Ich hab's nicht geschafft. Ah, Yoshi, nein! Er wird jetzt den Piranhas zum Fraß vorgeworfen. Alter. Und jetzt? Kann ich da hoch? Nee, scheinbar nicht. Und was ist jetzt hier der Sinn und Zweck der Sache? Toll. Verdammt, da ist ja noch ein Bowser. Den habe ich gar nicht gesehen. Ich war auf den Fragezeichenblock fixiert. Ah, ich will meinen Yoshi... Scheiß auf euch Piranha-Pflanzen. Oder? Komm, wir haben uns jetzt noch ein paar Leben verdient. Werde ich jetzt getroffen? Nein, ich werde nicht getroffen. Korrekt. Komm, Yoshi, wir haben einen Auftrag und das heißt, dieses Level hier beenden. Das Fiese ist, man wird, glaube ich, trotzdem von dem Ding getroffen und... Ah, ich habe keine Ahnung, Leute, wohin? Ja. Yoshi, tut mir leid. Ja, wohin jetzt? Ist zwar schön und gut und wie auch immer, aber... Ach so, die andere Röhre. Ich verstehe. Von welcher kam ich jetzt? Bitte nicht die. Verdammt. Yoshi, du bist weg. Ich hätte dich gerne mitgenommen, Kumpel. Wie es aussieht, wird dieser Part wirklich länger als die anderen. Wenn ich versuche, wirklich alle Level zu schaffen. Dieses Level hat definitiv einen Stern verdient. Also bis jetzt, alles was auf schwer war, ja. Nicht ohne Grund. Stern. Bitte. Mach mal weiter.
Jump Mario. Music close. Und jetzt? Warum springen? Oh Gott. Kommen jetzt nur diese Dinger? Aha. Das war's? Das war auch schwer? Nee, kein Stern. Definitiv kein Stern. Das gehört eher in die Kategorie normal oder vielleicht sogar easy. Sorry. Du warst nicht so prickelnd. Auf ins nächste Level. Ab. Okay, nach oben. Ja, ihr seid schon ein bisschen fies, genau deswegen. Toll, einer ist direkt unten bei den Stachis gestorben. Ey, wie soll ich das denn packen, verdammt? Paul, was machst du da? Was hast du mir da für ein Level zu liefern? Ich kann nicht warten, ne? Okay, ich warte jetzt. Bis sie weg ist. Bitte, hau ab. Und was jetzt? Alter. Aha. Alter. Nein. Verdammt. Ich konnte es mir schon denken. Nicht schlecht, Paul. Also dieses Level, das gönne ich mir. Mist, im falschen Winkel auch noch gesprungen. Mach doch nicht sowas. Warum bist du nicht schon hochgegangen? Dann hätte ich es geschafft. Da wo wir drauf stehen bleiben, da können die nicht rauskommen. Ja, Mann, wie soll ich das denn schaffen? Wie soll man denn bitteschön den Stern da bekommen? Ach so. Ich verstehe. Da müsste jetzt irgendwas sein. Nee? Aber man kann von da nach da springen, oder was? Das verstehe ich jetzt nicht. Alter, wie soll man denn da hochspringen und dann rechts? Das geht doch gar nicht, oder? Da kriege ich ja Panik. So, Leute. Ich versuche jetzt mal was anderes. Ich suche nach einem Block. Ohne Erfolg, wie sich gerade herausstellt. Ich versuche jetzt mal darüber zu kommen. Wenn nicht, dann dann überspringe ich das Level. Doch, ich glaube, es ist machbar. Ja, es ist machbar. Paul, damit ich es diesmal nicht vergesse, kriegst du direkt einen Stern. Und wir überspringen. Meine Fresse, nicht schlecht. Jacob, Rollercoaster. Alter. Warum bin ich denn nicht unten drauf gelandet? Ducken. Und wohin führt uns das jetzt? Keine Ahnung. Aha. Leute, Mann. Alter, wie soll ich denn da überleben, wenn dieses Ding kommt? Muss ich dann warten, oder was? Deswegen sind auch diese Dinger, die fallen. Ich denke schon. Das war im falschen Zeitpunkt. Tja. So. Ey, ich fall da auch noch genau dazwischen. Ist das denn die Möglichkeit? Ist das zu fassen? Ist es wirklich real? Ja, scheinbar schon. Nein. Komm, jetzt will ich aber einen Pilz. Danke. Das ist nett von
dem Macher hier. Ey, warum bin ich da durchgefallen? Darf man sich da nicht bewegen? Oder war das jetzt gerade ein Spielfehler? Geht das überhaupt? Oh Mann, ich werde direkt getroffen. Ach, wenn wir klein sind, müssen wir uns ja gar nicht ducken. Habe ich ganz vergessen. Nein! Jetzt habe ich noch nicht mal einen Pilz. Und jetzt? Muss ich jetzt echt warten, oder was? Scheinbar schon. So. Alter! Und jetzt? Ist das Level zu Ende? War ja klar, war ja klar. Oh, wir haben das Level geschafft. Ja, das Level hat auch einen Stern verdient. Das hat einen Stern verdient. Ich würde es aber trotzdem vielleicht auf Stufe normal bis schwer einstufen. Ja. Okay. Level 7. Nur noch 69 Leben. Zeit? Wie jetzt? 99 Sekunden oder was? Alter, das war klar. Oh nein, tausende Türen. Oh. Kann das sein? Ich muss ja sagen, das Level-Design, das gefällt mir. Es erinnert an Super Mario Bros. 2. Wie kann ich denn da bitte schon rein? Nee, geht nicht. Das ist einfach nur Verarsche. Ich will hier rechts hin, Leute. Oh. Verdammt. Ich hätte es geschafft. Komm, töte mich. Ach so, durch die Tür wäre man wieder hochgekommen. Oh nein. Habe ich zu spät realisiert. Ja, dieses Level, es hat was. Aber ich finde, man hätte sich noch mehr Mühe geben können. Oder? Seht ihr das nicht auch so? Also sehe ich so zumindest. Denn es ist eigentlich ganz easy. Na gut. 70 Leben, es geht weiter. Sorry, Bro, du kriegst leider nix. Was ist hier? Oh, Japano. Ja. Noch habe ich den Sinn dahinter nicht verstanden. Und da war ein Pilz und ich hätte den gerne gehabt. Lass mich raten. Ja, ich wusste es. Dass diese fiesen Pflanzen hier rauskommen werden. Mann. Okay. Das heißt also, ich muss hier chillen und warten. Genau. Bis der Pilz erscheint. Und das heißt, hier... Ah, war klar. Und ja, was soll das jetzt? War das nicht eigentlich so, dass man, wenn man davon eingequetscht wird, stirbt? Jetzt ist die Frage, Leute, weit springen oder nicht? Oder ich muss da hoch? Ich kann ja mal gucken. Nee, doch nicht. Keine Ahnung, Leute. Alter, da ist das Ende. Ich hätte es schaffen können. Ich hätte nur tiefer fallen müssen. Okay, gut, machen wir mal. Definitiv brauchen wir den Pilz. Gott sei Dank haben sie den reingemacht. Ah, ja, oder so. Verdammt, ich war nicht schnell genug. Hör, da unten sind auch welche gestorben, okay. Oh Gott. Das war aber peinlich. Das war jetzt total banal. So, jetzt. Ey, was war das denn? Oh, ein paar Leben, okay. Warum nicht? Thank you.
Ach ja. Nee, da stürzen wir in den Tod, das sehe ich jetzt schon. Aber... toll. Den einen habe ich getötet und... naja. Leute! Ah. Soll ich da echt runterspringen? Da war, glaube ich, noch eine riesen Piranha-Pflanze. Ja, komm, wir gehen mal den normalen Weg. Ich probiere es jetzt noch einmal. Und wenn das nicht hinhaut, dann mache ich weiter, weil sonst wird der Part doch ein bisschen zu lange und das muss nicht sein. Goomba. Steh mir doch nicht im Weg. Am besten wäre ja, wenn wir gar nicht getroffen werden, aber das ist gar nicht so einfach. Aha. Wobei, vielleicht schaffen wir es ja jetzt doch auf diese Methode, weil ich ja jetzt groß bin und dann ist es scheißegal und wir haben ein oder mehrere Leben erhalten. Das Level war ganz in Ordnung, ja. Aber es wäre eher in Kategorie normal gefallen. Trotzdem Stern. Wir haben es ja doch noch geschafft, wobei ich gesagt habe, das ist der letzte Versuch. Oh Mann, es kann sein, dass der Part bis zu 40 Minuten dauert. Wall Mario Wall? Okay. Soll das heißen? Ach so. War ja klar. Die meisten sind hier gestorben. Wie es aussieht, kommt hier keine raus. Das ist ja schon mal ganz nett. Was soll mir das sagen? Warum kommen Goombas? Und warum ist hier der Koopa? Da hätte ich bestimmt irgendeinen fliegenden Pilz oder so bekommen, oder? Ah, wie hier. Was soll mir das jetzt sagen? Was bedeuten die Münzen? Ah, okay. Du hast mir den Weg gezeigt. Danke. Ha! Kann ich cheaten? Nein, kann ich bestimmt nicht. Ich werd diesen Weg hier gehen müssen. Ah, Leute. Gott sei Dank habe ich die Wolke mitgenommen. Ich glaube, sonst wäre das ziemlich schwer gewesen. Nee, Stern nicht unbedingt. Nee. Swit heißt der. Oder was? Auf ins nächste Level. Oh, okay. Japano, was hast du zu bieten? Pikachu? Und jetzt? Kann ich damit irgendwas machen? Ach so. Ich muss warten, oder was? Werden die alle sterben? Oder nicht? Ich habe keinen Schimmer. Ich will es ausprobieren müssen. Oh, verdammt. Ah. Okay, das Level... ja, das, da muss man nachdenken. Das spornt einen an. Oh. KK. Ja. So. Jetzt müssen wir wieder warten. Ja. Oh. Wenn er springt, der Sound ist lustig. Und jetzt... oh. Ah, war klar. Wie soll ich das denn schaffen? Ah. Ich darf ihn nicht so früh verlieren. Das ist das Problem. Na toll. Ich finde das so lustig. So. Oh Mann, jetzt aber. Alter, waren die jetzt gerade ein bisschen anders als sonst oder verstehe ich nicht? Naja, der Part zieht sich in die Länge. Ich würde sagen, auf jeden Fall ein Stern. Es hat ein gewisses System, könnte man aber auch verbessern. Weg damit! Hard 2, okay. Hard Nummer 2 oder was? Hard 2. Keine Ahnung, aber es ist, ja.
im Schwierigkeitsgrad schwer enthalten. Alter, ich wusste nicht, dass du dann direkt springen kannst, wenn du in diesem Modus bist. Und jetzt? Oder wisst ihr was, Leute? Damit ich ein bisschen mehr Zeit habe, ich würde sagen, es geht im nächsten Part weiter, ganz genau. Ich werde an dieser Stelle jetzt Schluss machen. Ich hoffe, es hat euch bisher gefallen und da waren auch ganz gute Level dabei. Es hat mir selber sehr, sehr, sehr gefallen. Und naja, ihr wisst Bescheid. Schreibt mir einfach in die Kommentare, wenn ihr wollt, eure Level-ID und mal gucken, was sich so ansammelt. Und ich werde das Ganze dann let's playen und zeigen. Also dann, bis zum nächsten Mal. Haut rein und schaltet wieder ein, wenn es heißt Jump'n'Run Time.